Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rolling Sushi. Wir haben heute Abend gleich zwei Gäste. Und zwar haben wir den Herrn Professor Aizawa. Er ist Direktor des Japanischen Kulturinstituts. Hallo, Herr Professor Aizawa. Ja, hallo. Vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben. Vielen Dank, dass Sie da sind. Und unser zweiter Gast ist der Herr Sven Jänig. Er ist am Japanischen Kulturinstitut der Kulturreferent. Hallo, Herr Jänig. Hallo, Sven. Hallo. Ja, hallo. Ich bedanke mich auch, dass wir heute Abend hier sein dürfen und ja, freue mich auf ein nettes Gespräch. Ebenfalls mit dabei bin dann ich, der Micha. Damit haben wir dann alle vollständig. Genau. Hallo, Micha. Du bist auch dabei, genau. Und meine Wenigkeit, Anne. Hallo. So, ich würde sagen, wir fangen mal damit an, dass Sie uns vielleicht kurz einen Einblick geben, wer Sie sind und was das Japanische Kulturinstitut ist. Also das Japanische Kulturinstitut wurde 1969 in Köln gegründet und die Hauptaufgabe des Japanischen Kulturinstituts ist zunächst einmal die japanische Kultur und Kunst vorzustellen in Deutschland und zweitens wollen wir japanischen Unterricht im deutschsprachigen Raum fördern und pflegen. Und darüber hinaus wollen wir die japanische Forschung, Japanforschung und die Japanologie stärken. Also diese drei Säulen sind unsere Hauptaufgaben. Und das sind die Hauptaufgaben, die eigentlich Aufgaben von unserem Träger sind. Unser Träger ist Japan Foundation. Und also wenn der Name nicht so geläufig sein sollte, dann können Sie sich so etwas vorstellen wie das Goethe-Institut. Also Goethe-Institut in Japan, das wäre Japan Foundation und das Japanische Kulturinstitut Köln ist Vertretung von Japan Foundation in Deutschland. Und zwar die alleinige. Das heißt, wir sind zuständig nicht nur für Deutschland, also nicht nur für Köln, für Deutschland, sondern auch für den ganzen deutschsprachigen Raum. Und Sie sagten gerade, dass Sie die japanische Sprache fördern möchten oder beziehungsweise fördern in Deutschland. Inwiefern fördern Sie die Sprache? Wir haben im Japanischen Kulturinstitut selbst eine Sprachkurse, aber darüber hinaus haben wir Kontakte mit allen Japanischlehrern, also im deutschsprachigen Raum, die einzeln in unterschiedlichen Verbänden sind. Also Japanisch wird unterrichtet, zunächst einmal in den Schulen und dann auch in den Universitäten und auch in Volkshochschulen. Und diese drei Kategorien der Schulen oder Einrichtungen haben jeweils Lehrerverbände. Und wir haben auch intensive Beziehungen mit diesen Lehrerverband. Und wir sprechen zum Beispiel über Lehrerausbildung, Fortbildung oder Lehrmaterialienentwicklung. Und natürlich auch unterschiedlichen Tipps, also für die Lehrer. Und auf diese Weise fördern wir die japanische Sprache. Und darüber hinaus haben wir auch die Japanisch-Test. Also das ist auch so etwas vergleichbar mit den Funktionen vom Goethe-Institut. Also weltweit führen wir eine einheitliche Sprachprüfung GLPT. Und in Deutschland kann man zum Beispiel in Düsseldorf oder in Stuttgart diese JLPT-Test aufnehmen. Und dafür sind wir auch zuständig. Das ist definitiv nicht wenig. Sie sagten ja auch, dass Sie Japanisch-Kurse selber auch anbieten. Das sind ja regelmäßige Kurse, so wie ich das immer mitbekommen habe. Gibt es denn auch zum Beispiel jetzt gerade durch die jetzige Situation, weil leider auch das Kulturinstitut geschlossen ist, auch die Möglichkeit, einen Online-Kurs bei Ihnen abzuschließen? Ja, also unser Institut musste zeitweise schließen. Also wir sind gerade dabei, ab Juni unser Institut wieder zu eröffnen. Aber unser Japanischkurs läuft schon seit April. Und zwar in Online-Form. Also mit dem Programm Zoom geben die Lehrer immer die Online-Unterricht. Genauso wie geplant. Und für alle Leute, die sich jetzt für einen Japanischkurs bei ihm im Haus interessieren, natürlich auch noch die Frage, was kostet das und ab wann kann man sich eigentlich anmelden? Weil soweit ich weiß, haben Sie ja bestimmte Anmeldezeiten. Die Anmeldezeit ist immer so am Anfang des Seminars und
Nur, also bei Online-Kurse muss man natürlich schon die nötige Ausrüstung haben. Und deswegen mussten wir immer sehr vorsichtig damit umgehen, damit nur diejenigen, die technische Voraussetzungen erfüllen, also in den Kurs aufgenommen werden konnten, diesmal. Ich ergänze da vielleicht mal gerade dazu. Also wir planen ja, wie ja gesagt wurde, der aktuelle Kurs wurde jetzt, wird gerade online durchgeführt. Und wir sind ja immer sehr semestergebunden, richten uns ja meist an die Semester der Universitäten. Jetzt weiß natürlich keiner, wie sich die Situation entwickeln wird. Der diesmalige Kurs wird jetzt definitiv bis zum Ende online durchgeführt, so wie es momentan aussieht. Und wir planen dann hoffentlich, wenn alles klappt, wieder im nächsten Semester, im Wintersemester 2020/21, einen normalen Kurs hier im Institut anzubieten. Die Anmeldephase wäre dann wahrscheinlich August, September, immer einen Monat, bevor das Semester etwa beginnt. Und wie gesagt, momentan wissen wir aber noch nicht, ob der Kurs so durchgeführt werden kann. Wir hoffen es natürlich, aber in der aktuellen Situation weiß natürlich keiner, wie sich das entwickeln wird. Wäre natürlich schön, wenn es wieder dann bis dato alles normal laufen würde. Das auf jeden Fall, wir genau. Informieren euch dann natürlich auch übrigens bei uns auf der Webseite darüber, wann der nächste Kurs startet und ab wann man sich anmelden kann. Da könnt ihr dann auch bei uns oder auf der Webseite des Japanischen Kulturinstituts nachlesen. Wir verlinken euch alles dann natürlich nochmal in den Beiartikel für den Podcast. Das Japanische Kulturinstitut hat ja auch eine Bibliothek, soweit ich das jedenfalls weiß, und die ist wohl auch sehr umfangreich. Dazu meine Frage, kann da eigentlich jeder rein oder ist das halt einfach speziell für Leute, die jetzt, also zum Beispiel Japanologen oder Japanischlehrer? Ja, unsere Institutsbibliothek ist grundsätzlich jedermann frei zugänglich, also nicht nur für Studenten, auch nicht nur für Japanologen, da kann jeder rein, der Interesse hat. Es ist auch komplett kostenlos. Das Einzige, was man braucht, ist einen Wohnsitz in Deutschland, im Zweifelsfall im angrenzenden Ausland. Also wir haben auch manchmal Leute, die aus Belgien kommen oder Holland, aber wir brauchen auf jeden Fall eine Meldeadresse. Und man kann sich dann, wenn man zu uns kommt, einen kostenlosen Benutzerausweis ausstellen lassen. Die Benutzung der Bibliothek ist grundsätzlich kostenlos. Das Einzige, was man benötigt, ist ein Wohnsitz in Deutschland oder im angrenzenden Ausland. Mit einer Meldebescheinigung einfach vorbeikommen, dann bekommt man einen kostenlosen Benutzerausweis ausgestellt und kann damit dann von dem Tag an ausleihen. Wir haben knapp 25.000 Bücher, sowie DVDs, CDs, Noten von japanischen Musikstücken, die größtenteils alle auch ausgeliehen werden können. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, die kann man nicht mitnehmen. Und wie gesagt, auch die Ausleihe ist komplett kostenlos und für jeden offen. Also, durchaus, denke ich, ein interessantes Angebot, auch für Nicht-Japanologen. Wir haben auch sehr viele Mangas, auch Anime-DVDs auch, die sich auch sehr großer Beliebtheit beim jungen Publikum erfreuen. Also ich glaube, hiernach müssen wir uns entschuldigen, dass ihr von Manga-Fans kaputt gerannt werdet. Auch das ist kein Problem. Wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt. Die Bibliothek ist natürlich leider momentan auch zu. Wir wissen auch noch nicht, wann sie in welchem Umfang wieder aufmachen kann. Aber sobald sie wieder offen ist, werden die Öffnungszeiten dann auch auf der Homepage bekannt gegeben. Und wir freuen uns über jeden, der einen Schritt in unsere Bibliothek wagt. Ja, also das Kulturinstitut bietet ja noch mehr an. Also zum Beispiel sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich immer das Sommerfest. Aber ihr habt ja auch immer wieder Kinoabende und ich sage jetzt mal, verschiedene Veranstaltungen, zu denen man halt oder zu denen ihr immer einladet, auf der Facebook-Seite vor allen Dingen, sehr zu empfehlen, dort immer mal nachzuschauen. Kommen wir doch mal einfach nur so zum Sommerfest, denn das ist jetzt das, was ich so von euch vor allen Dingen kenne. Den Rest habe ich ehrlich gesagt selber noch nicht wahrgenommen. Ach schon. Das muss geändert werden. Ja, irgendwann mal. Ja, erstmal müssen wir ja wieder aufhaben, aber das ist der andere Punkt, ja. Wobei ich wohne fast um die Ecke. Oh, das ist peinlich. Dann wird es höchste Zeit, würde ich sagen. Ja, so ein bisschen. Ist denn das Sommerfest mittlerweile in Köln eigentlich etabliert? Also heißt, ist das auch so unter den normalen Einwohnern in Anführungsstrich bekannt, die einfach nur hinkommen, um mal wirklich reinzuschnuppern? Oder ist das immer noch so ein kleiner Geheimtipp?
Also man merkt schon, dass zum Sommerfest wirklich ein Publikum da ist, das man sonst hier im Haus nicht sieht. Wir haben natürlich sehr viele Stammkunden, und die man immer wieder sieht, aber beim Sommerfest sind auch jedes Jahr über 1000 Besucher da und wirklich auch immer wieder neue Gesichter. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, als dass es wirklich kölnweit bei jedem, der sich auch, also der sich nicht für Japan interessiert oder so bekannt ist. Das wäre schön, wenn sich das ändern würde. Aber es lockt grundsätzlich schon ein sehr viel breiteres Publikum an, als das bei unserem westlichen Programm der Fall ist. Nee, wir bieten ja auch zum Sommerfest verschiedene Programmpunkte an. Es wird ja auch ein Saalprogramm geboten, wo meistens auch Vorträge da sind und eine Filmvorführung auch. Du hast ja vorhin schon auf die Filmvorführung hingewiesen. Und auch teilweise eine musikalische Darbietung. Wir bieten japanisches Brot an. Eine Bäckerei aus Düsseldorf kommt jedes Jahr zum Sommerfest. Dann haben wir letztes Jahr ein bisschen mit japanischen Spielen, so Yo-Yo-Sugi und Kingyo-Sugi, ein bisschen experimentiert, was auch auf sehr großen Erfolg gestoßen ist. Und es wurde letztes Jahr, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, zum 8. Mal durchgeführt. Ich meine, 2013 wäre das erste Mal gewesen. Und ja, dieses Jahr sieht es wahrscheinlich schlecht aus für das Sommerfest, aber wir hoffen natürlich, dass wir nächstes Jahr dann ein umso größeres und schöneres Sommerfest mit allen feiern können. Und ich würde mal sagen, es lohnt sich vorbeizukommen, es ist immer ein Besuch wert. Ich war auch schon vor meiner Zeit im Institut gerne ein Besucher des Sommerfests und jetzt stehe ich auf der anderen Seite. Kann ich übrigens nur bestätigen, das Sommerfest ist wirklich ein Besuch wert. Also jeder, der in Köln oder Umgebung wohnt, liebe Leute, geht einfach mal hin. Es ist also wirklich wahnsinnig schön. Ja, wir haben uns auch sehr gefreut, dass letztes Jahr auch die Kölnische Rundschau einen kleinen Artikel dazu geschrieben hat zu unserem Sommerfest. Und vielleicht hat das ja auch dazu geführt, dass ein paar Leute denken, ach, nächstes Mal gehe ich auch dahin. Und wie immer, jeder ist bei uns willkommen. Auch das Sommerfest ist natürlich umsonst. Wie fast eigentlich alle Angebote von euch sind kostenlos, oder irre ich mich da? Genau, bei uns sind, bis auf die Sprachkurse, sind eigentlich die meisten Angebote kostenlos. Also es sind wirklich ganz wenige Ausnahmen, die nicht kostenlos sind, aber normalerweise ist bei uns, egal ob es die Ausstellungen sind, die Filmvorführungen, Konzerte, Vorträge, sind bei uns grundsätzlich kostenlos. Ich habe mich gefragt, um wievielten Mal das Sommerfest denn dann stattfindet beim nächsten Mal? Wahrscheinlich nächstes Jahr dann. Wahrscheinlich nächstes Jahr. Das wäre dann das 9. Mal. Ich müsste jetzt einmal nachzählen. Aber ich meine, letztes Jahr wäre das 8. Mal gewesen. Also wäre es nächstes Jahr das. Bin ich jetzt ganz falsch? Nee, es wäre nächstes Jahr das 8. Mal, weil letztes Jahr war es das 7. Mal. Ja, aber das ist ja, da habt ihr ja schon eine richtige kleine Historie. Das ist gut, ja. Und verzeichnet ihr dann wachsende Besucherzahlen oder sind es jedes Jahr 1000 Besucher gewesen schon von Anfang an? Was erwartet ihr da? Ich kenne jetzt natürlich nicht die Besucherzahlen direkt aus der Anfangszeit, weil ich da noch nicht hier gearbeitet habe, aber es ist grundsätzlich auch natürlich etwas vom Wetter abhängig. Es ist ja jetzt meist inzwischen im Juli sehr heiß und zu heiß ist auch immer schwierig, weil bei uns im Haus keine Klimaanlage ist und dann wird es mit vielen Leuten sehr heiß und das wissen auch viele unserer Stammbesucher. Darf ich mal auch ein bisschen mal hinzufügen? Mhm. Also ich habe vorhin gesagt, dass Japan Foundation weltweit Kulturzentren hat, darunter auch unser Kulturinstitut in Köln. Aber nur 3 davon haben eigenes Haus. Und also unser Kulturinstitut hat wirklich ein schönes Haus, sogar in der besten Lage in der Stadt Köln am Aachener Weiher. Und diese Lage verdanken wir der Stadt Köln. Also Stadt Köln hat vor 50 Jahren diesen besten Platz uns zur Verfügung gestellt. Und seitdem also haben wir wirklich ein gutes Verhältnis mit der Stadt Köln. Und unser Sommerfest ist auch so eine Art unser Dankeschön zur Stadt und zu der Bevölkerung, zu der Bewohner in der Stadt Köln, damit wir also unsere Tür öffnen und unterschiedliche Unterhaltungsprogramme auch für diejenigen, die sonst nicht sehr viel zu tun haben mit Japan, mit Spaß den ganzen Tag erleben können. Welche andere Veranstaltungen organisieren Sie denn am Institut außer dem Sommerfest?
Ja, das Sommerfest ist ja sicherlich eins unserer Highlights im Jahr. Ansonsten bieten wir das ganze Jahr über Ausstellungen an, die in unseren Räumlichkeiten besichtigt werden können. Dazu sind mit Abstand unsere häufigsten Veranstaltungen die Filmvorführungen, die inzwischen dreimal die Woche gezeigt werden, immer montags, donnerstags und samstags. Und dann über das Jahr verteilt immer wieder Konzerte, Vorträge, Symposien, auch mal Lesungen von japanischen Schriftstellern. Also ein breites Angebot. Die Filme werden auf Japanisch gezeigt? Mit deutschen Untertiteln oder? Genau, die Filme laufen bei uns alle im japanischen Original und dann mit deutschen oder englischen Untertiteln. Das kommt immer darauf an, welche Untertitel verfügbar sind, aber grundsätzlich nicht in einer synchronisierten Fassung. Wir haben natürlich auch ein japanisches Publikum, das kommt, aber auch sehr viele Japanischlerner, die auch bei uns im Institut lernen. Und die wollen natürlich die Filme in Originalsprache sehen. Und das ist auch unser Interesse daran, die Filme im Originalton zu zeigen. Also kann man sagen, auch der Filmabend ist eigentlich sehr gut besucht. Das kommt sicherlich auch immer auf die Filme an, aber grundsätzlich erfreuen sich unsere Filmabende eine Beliebtheit. Ja. Wie kann ich denn teilnehmen an dem Filmabend? Komme ich einfach vorbei oder muss ich mich anmelden? Grundsätzlich sind unsere Filmabende ohne Anmeldung. Man kann einfach vorbeikommen und sich einen Platz im Saal suchen. Also es gibt auch keine Platzkarten, es ist freie Platzwahl bei uns im Saal. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das jetzt in der nächsten Zeit wird. Da sind wir noch in den Überlegungen. Also das werden wir dann aber auch alles auf unserer Homepage bekannt geben. Aber außerhalb solcher Zeiten, wie sie jetzt herrschen, sind bei uns die Filmvorführungen einfach frei zugänglich und jeder kann auch gerne spontan vorbeikommen. Gilt das auch für die Konzerte, Symposien, Lesungen und die Veranstaltungen, die Sie noch haben? Oder gibt es auch etwas, wo man als Besucher sich vielleicht ein bisschen mehr vorher organisieren muss und anmelden muss? Das kommt sicherlich auf die Veranstaltung an. Also wir haben Konzerte, wo wir von vornherein wissen, dass die wahrscheinlich sehr großen Andrang bekommen werden. Dazu gehört zum Beispiel unser Neujahrskonzert, was meistens in den ersten Januarwochen, am Freitag im Januar stattfindet. Das ist meist sehr, sehr gut besucht und muss deswegen mit Anmeldung gemacht werden. Hier gilt halt auch wirklich, wer zuerst kommt, malt zuerst. Und da kann es durchaus schon sein, dass zwei Wochen nach Beginn der Anmeldefrist dann man Platz 100 auf der Warteliste ist. Also das wird dann aber auch immer auf der Homepage bekannt gegeben oder in unserem gedruckten Monatsprogramm, was wir ja auch regelmäßig herausgeben. Da steht dann bei solchen Veranstaltungen, die nur mit Anmeldung zugänglich sind, immer explizit dabei, dass diese Veranstaltung eine Anmeldung erfordert. Ja, bei all den tollen kostenlosen Angeboten für die Gäste frage ich mich, ob es auch Veranstaltungen gibt, bei denen man einen Beitrag entrichten muss. Ja, also kostenlose Programme sind natürlich ganz toll für uns Gäste. Aber ja, wie sieht das denn aus? Ist die Mehrheit Ihrer Programme kostenlos oder gibt es auch mal einen Beitrag, den man zahlen darf? Also grundsätzlich sind die Programme, die Veranstaltungen bei uns komplett kostenlos. Es gibt ganz seltene Fälle, wo es nicht kostenlos ist. Da gehört zum Beispiel die Museumsnacht zu, die ja nicht von uns veranstaltet wird. Oder andere Veranstaltungen, wo wir nicht Veranstalter sind, dann kann es sein, dass dort Eintrittsgelder genommen werden. Das hatten wir zum Beispiel schon bei Lesungen, wo eine japanische Schriftstellerin nicht nur direkt von uns eingeladen wird, sondern in Zusammenarbeit mit einem Verlag oder einer anderen Organisation. Und dann kann es sein, dass Eintrittsgelder genommen werden. Aber bei allem, wo wir Veranstalter sind, sind die Veranstaltungen kostenlos. Wie gesagt, auch im Kulturbereich. Im Sprachbereich sieht das anders aus. Die normalen Sprachkurse, genauso wie die Einführungskurse, Kulturkurse und Themenkurse, die es ja auch noch im Bereich der Sprachkurse gibt, die kosten immer einen kleinen Obolus, der entsprechend der Veranstaltung dann ausfällt. Wer sind denn Ihre Gäste? Wer besucht Sie denn auf den Veranstaltungen, aber auch in den Kursen? Sind es Schüler, Lehrer, Japaner? Also ich würde mal grundsätzlich sagen, alle gemischt. Wir haben sowohl Schüler als auch wirklich Leute, die seit der Eröffnung des Instituts 1969 hier hinkommen, also schon seit inzwischen 51 Jahren.
Wir haben japanische Gäste, wir haben deutsche Gäste, wir haben Gäste aus dem angrenzenden Ausland, wir haben gemischte Ehepaare zwischen Deutschen und Japanern, also wirklich einmal quer durch die Bevölkerung. Also jeder, der sich im Prinzip für Japan interessiert. Genau. Oder halt eben aus Japan kommt und wahrscheinlich ein bisschen Heimat schnuppern möchte. Genau. Das Kulturinstitut hat ja auch Förderprogramme. Also die Japan Foundation hat ja auch Förderprogramme. Da, soweit ich das jetzt gerade lese, oder beziehungsweise wie ich das gerade mitbekomme, hilft das Kulturinstitut ja auch dabei, diese Förderprogramme zu beantragen. Um was handelt es sich dabei genau? Also wir sind Vertretung von Japan Foundation und Japan Foundation hat unter anderem auch die Aufgaben, zum Beispiel die Künstler, die im Ausland im Japan-Kontext arbeiten, zu fördern. Also zum Beispiel die Ausstellungen im Japan-Konzept, in Japan-Bezug können gefördert werden. Oder auch die Wissenschaftler, die in Japan forschen wollen, die haben auch Stipendiumsmöglichkeiten. Es gibt unterschiedliche Förderprogramme und die genauen Informationen muss man also beim Interesse wirklich so bei uns erkundigt werden. Okay, also ist es eigentlich so, wenn ich das richtig verstehe, dass die Japan Foundation sehr viel dafür tut, damit eben die japanische Kultur oder halt auch das japanische Leben vernünftig vermittelt wird? Eben durch Förderprogramme oder Veranstaltungen oder. Genau. Leider steht unser Japan Foundation auch also unter finanziellen Problemen, also weil es in der japanischen Regierung immer mehr gespart wird. Aber trotzdem verzichten wir gar nicht auf diese Förderprogramme und deswegen gibt es immer wieder viele Chancen, also vor allem für die Künstler und Wissenschaftler, die im Japan-Bezug arbeiten wollen. Ist es denn auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung von Japan hätte und ich möchte nach Japan reisen, dass ich mir zum Beispiel dann ebenfalls mich an das Kulturinstitut wenden kann, um mir Informationen einzuholen? Also zum Beispiel, wo sollte ich aufpassen? Was sind die kulturellen Stolpersteine? Oder was darf ich mitnehmen? Und so weiter und so fort. Stehen Sie da ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite? Oder ist es dann eher so ein Fall, wo Sie sagen, okay, komm, da wenden Sie sich dann bitte an die Botschaft? Ich glaube, weder noch. Also solche Informationen waren also vor einigen Jahrzehnten sehr wichtig, aber heutzutage gibt es so viele Informationsquellen, auch für diejenigen, die zum ersten Mal Japan besuchen wollen. Und soweit ich weiß, gibt es nicht sehr viele Veranstaltungen, also für diejenigen, die zum ersten Mal nach Japan gehen wollen. Also das haben wir, diese Aufgaben haben wir sicherlich bisschen hinter uns. Also wir beantworten natürlich einzelne Anfragen gerne auch mal, aber grundsätzlich gehört das, wie Herr Eisenbach gerade schon sagte, nicht zu unseren Aufgaben. Und bei solchen Fragen verweisen wir dann auch gerne an die JNTO, die ja in Frankfurt sitzt, also die Tourismusbehörde des japanischen Staates. Mhm. Aber solche, also das gehört jetzt eher nicht zu unseren Aufgaben direkt. Also hauptsächlich halt, wir fördern die Kultur. Genau, wir fördern die Kultur und die Sprache und die Wissenschaft auch. Und zwar hier in Deutschland. Also wecken das Interesse an Japan hier in Deutschland und bieten denen, die schon Interesse an Japan haben, Möglichkeiten dazu, ihr Wissen zu erweitern und neue Aspekte von Japan kennenzulernen. Letztes Jahr hatten wir unser Jubiläum, 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Und dann stellten wir immer wieder fest, dass unsere Aufgaben vor 40, 50 Jahren ziemlich unterschiedlich waren als jetzt. Also damals, also in den 70er Jahren, war Japan noch ganz weit entfernt von der deutschen Realität, obwohl unterschiedliche japanische Produkte wie Autos oder Elektrogeräte schon in Deutschland den Markt erobert hatten damals, aber die japanische Kultur oder japanischer Alltag war damals noch ziemlich entfernt. Und deswegen war es vielleicht damals notwendig, dass auch und einige Reiseveranstaltungen
oder Reiseeinführungen, Einführungen in das japanische Leben auch wahrscheinlich geboten war. Aber heutzutage haben wir in der deutschen Gesellschaft so viele japanophilen jungen Menschen, die ihre eigenen Veranstaltungen in Bezug auf japanische Anime oder Cosplay veranstalten, und da tauchen so einige zigtausende Jugendlichen. Und in diesem Zeitalter haben wir nicht so großes Bedürfnis, glaube ich, also für die Reiseeinführung. So dachten wir. Okay, eine Sache, die mich jetzt natürlich noch interessiert, weil Sie gerade das Thema Japanophile angesprochen haben. Also es gibt ja wahnsinnig viele Japan-Fans in Deutschland, sei es durch Anime, Manga, Cosplay oder. Da hat man ja doch eine ganz breite Auswahl. Aber viele stellen sich, das merken wir halt bei unserer Arbeit immer, Japan teilweise sehr romantisiert vor. Ist das denn nicht eigentlich dann trotz allem ein Grund, ein bisschen dagegen anzugehen, um Japan halt so zu vermitteln, wie es ist? Also Japan ist wirklich vielfältig. Also Japan ist ein vielfältiges Land. Einerseits ist Japan ein sehr durch und durch traditionelles Land. Und eine Säule unseres Arbeits liegt darin, die traditionelle japanische Kultur zu vermitteln. Aber Japan ist auch Wirtschaftsland, und die wirtschaftlichen Interessen oder Kooperationsinteresse zwischen Deutschland und Japan ist auch enorm. Und dazu kam seit den 70er, 80er Jahren dieser Boom von Popkultur, also Anime, Manga und Cosplay. Die sind wahrscheinlich noch gigantischer, also das Interesse ist noch viel größer vielleicht, also in der deutschen, vor allem unter den Jugendlichen. Und alle unterschiedlichen Interessen sollen dann von uns vermittelt werden. Also es kommt auf die Ausbalancierung an. Also um das Ganze noch zu ergänzen, wir legen natürlich auch immer ein bisschen Wert darauf, die Teile vorzustellen, die nicht so hundertprozentig im Fokus stehen. Wir wollen natürlich auch momentan den Boom der Popkultur mitnehmen, und wir zeigen ja auch Anime-Filme. Wir bringen auch gerade im Bereich des Japan-Tags, wir sind ja auch, oder wir organisieren die Highlight-Gruppe des Japan-Tags jedes Jahr mit. Die tritt dann auch immer am Vorabend des Japan-Tags bei uns im Institut auf, am nächsten Abend dann kurz vor dem Feuerwerk auf dem Japan-Tag. Und da holen wir natürlich auch immer Bands nach Deutschland, die für das junge Publikum interessant sind. Aber wir legen natürlich auch dabei, wie gesagt, sehr Wert darauf, die Teile vorzustellen, die gerade nicht so hundertprozentig im allgemeinen Fokus sind. Und dazu gehört natürlich auch immer die traditionelle Kultur, die wir, wie Herr Eisauer gerade sagten, auch immer vorstellen wollen. Es kommt dabei auf die Balance an, sicherlich. Aber wir haben ja auch letztes Jahr dann zu unserem 50-jährigen Jubiläum die große No-Kyogen-Tournee in der Schweiz und in Deutschland durchgeführt, und mit der großen Aufführung am 1. September in der Kölner Philharmonie. Vielleicht waren ja auch einige der Zuhörer mit dabei. Und wir haben japanischen Tanz, traditionellen Tanz, oder hatten vor anderthalb Jahren inzwischen eine Sujoruri-Aufführung. Das ist der traditionelle Sprechgesang aus dem Bunraku-Theater. Um halt auch die Teile vorzustellen, die man vielleicht nicht so kennt, selbst wenn man die Popkultur kennt. Weil ich denke, ein Anime hat wahrscheinlich jeder, der sich halbwegs für Japan interessiert, hat schon mal einen Anime gesehen, denke ich. Und jeder hat auch mal das ein oder andere Poplied gehört. Aber wer hat schon eine No-Aufführung mal gesehen? Also das sind wahrscheinlich die wenigsten, die hier in Deutschland sind. Und wir wollen natürlich dem deutschen Publikum auch eine Chance geben, auch mal so etwas zu erleben, wobei das natürlich immer nur in sehr begrenztem Rahmen und auch nicht sehr häufig möglich ist, weil so eine Nottournee war natürlich schon ein großer Aufwand, der sich aber, denke ich, wenn ich die ausverkaufte Philharmonie letztes Jahr gesehen habe, sehr gelohnt hat. Also der Schwerpunkt liegt halt weiterhin einfach auf eher die traditionelle Kultur, und die Popkultur ist ein bisschen außen vor. Sie spielt zwar eine Rolle, aber halt nicht die Hauptrolle.
So würde ich das jetzt nicht bezeichnen, glaube ich. Es muss halt die Balance durchaus gefunden werden, aber wir wollen halt schon ein authentisches Bild von Japan vermitteln und Japan ist halt wirklich mehr als nur die Popkultur. Ja, ich habe auch gerade das Programmheft offen. Es ist eigentlich sehr schade, dass das Kulturinstitut gerade geschlossen hat. Also leider die Sado hätte ich sehr gerne miterlebt. Welches? Ach so, das vom Januar, März ist dann wahrscheinlich, liegt dann wahrscheinlich gerade vor dir, sehe ich das? Genau. Genau, okay, ja. Ja, das gehört leider zu den Veranstaltungen, die ausgefallen sind. Wir mussten ja dann auch Mitte März mit den ganzen Einschränkungen unseren Betrieb einstellen und es waren einige Veranstaltungen dabei, die für Ende März geplant waren, die leider ausfallen mussten, aber auch einige Veranstaltungen natürlich jetzt in der Zeit. Es ist sehr schade, dass wir jetzt auch dieses Jahr den Japan-Tag, der musste ja auch ausfallen. Und da hatten wir natürlich auch, wie jedes Jahr, den Beitrag der Highlight-Gruppe zu geplant. Und wir hatten auch natürlich, würden jetzt gerade eine Ausstellung zeigen und hätten auch eine Filmreihe. Die sollen jetzt auch nachgeholt werden. Also es war für April, Mai eigentlich die Ausstellung Kyoto Modernism gedacht, über Bauten in Kyoto aus der Meiji bis zur frühen Showa-Zeit, also die Zeit des Umbruchs in Japan, wo die Verwestlichung Japans kam oder die Öffnung dem Westen gegenüber. Die Ausstellung soll wahrscheinlich, wenn alles gut geht, ab Juni dann gezeigt werden hier im Institut. Genauso wie eine Reihe mit Filmen des Fernsehsenders, des japanischen Auslandssenders NHK World. Die werden teilweise momentan auch auf unserer Homepage gestreamt. Also die werden momentan auch auf unserer Homepage verlinkt. Dann kann man die auf der NHK World Homepage ansehen. Aber die sollen dann auch, wenn alles gut geht, ab Juni bei uns im Institut gezeigt werden. Also es ist, die meisten Veranstaltungen, die jetzt während der Zeit nicht stattfinden konnten, sollen hoffentlich dann an einem anderen Termin nachgeholt werden, was hoffentlich auch auf Sado zutrifft. Aber wir versuchen natürlich so wenig wie möglich komplett ausfallen zu lassen. Gut, anhand der Pandemie, ich meine, da kann man es leider nicht ändern, ja, dass halt auch mal Dinge ausfallen. Es ist immer noch sehr schade, aber die Gesundheit geht mal vor. Die Gesundheit geht vor, genau. Das ist ja definitiv das Wichtigste. Was ich auch lese, ihr bietet auch eine japanische Spielgruppe an. Jetzt muss ich gerade selber erstmal gucken. Ich glaube, die steht auf der letzten Seite bei der Bibliothek. Ne? Ja, ganz, ganz genau. Jetzt muss ich gerade erstmal gucken. Jein, diese Spielgruppe ist nicht von uns direkt. Es gibt eine japanische Spielgruppe Köln, die unsere Räumlichkeiten benutzt. Das ist eine Gruppe, ich glaube, von japanischen Müttern, die kommen mit ihren Kindern, bieten dann so einen Austausch an. Ich glaube, im Monatsprogramm gibt es auch einen Link, wo man sich das anschauen kann. Es ist jetzt aber nichts für, oder eher nichts für jetzt deutsche Kinder oder für Ältere so oder so nicht, sondern da ist eine Gruppe wirklich für japanische Kinder, Vorschulkinder, die dann hier einen Platz bekommen zum Spielen, Austauschen, Bilderbücher lesen. Ja, das findet regelmäßig bei uns in der Bibliothek statt. Genauso wie ja normalerweise regelmäßig ein Origami-Treffen stattfindet. Ist das denn offen für alle oder ist es auch eher auf Japaner beschränkt? Das ist offen für alle. Ich glaube, da sind auch die meisten Teilnehmer, sind da ehrlich gesagt Deutsche und nicht Japaner. Das ist auch, wir sind da nicht veranstaltet, das ist die Origami-Gruppe Köln, die normalerweise, ich glaube, jeden dritten Donnerstag im Monat treffen die sich bei uns und wir stellen auch nur die Räumlichkeiten zur Verfügung. Es gibt eine Origami-Gruppe Köln, wieder was gelernt. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Genau, und die benutzen bei uns die Räumlichkeiten, womit dann der Kreis zum Kulturinstitut geschlossen ist. Ich weiß gar nicht, ob die eine Homepage haben. Kann man sich mal informieren, im Zweifelsfall über unseren Empfang oder über die Bibliothek. Kann man mehr vielleicht über die Gruppe in Erfahrung bringen. Aber ich denke, es ist durchaus möglich, da einfach mal vorbeizuschauen und zu sagen, ich möchte mitmachen. Und ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches. Okay, kommen wir mal ein bisschen zu euren allgemeinen Aufgaben, also die Vermittlung der japanischen Kultur. Ihr bekommt das ja direkt mit, weil ihr in Deutschland sitzt und eben die Verbindung zu Japan logischerweise habt.
Wo sagt ihr denn, müsste man noch mehr tun? Also was wird vor allen Dingen in der Regel falsch vermittelt bei uns in Deutschland? Weil das sind ja dann doch ein paar Kilometer, wie die Informationen brauchen, dass sie hierher kommen. Ja, also falsches Image gibt es nicht, aber stereotype Vorstellungen über Japan, das ist natürlich gang und gäbe. Also in Japan denkt man zum Beispiel über Deutschland immer sehr romantisiert. Also die meisten touristischen Zielorte der Japaner in Deutschland sind Rothenburg und Neuschwanstein. Und genauso verkehrt haben die Deutschen manchmal über Japan das Image. Also als ob in Japan immer noch man wie vor 200 Jahren leben würde. Und diese Japan, also touristische Japan-Image wollen wir natürlich korrigieren. Und dazu wollen wir vor allem die Gemeinsamkeiten der beiden Gesellschaften Deutschland und Japan in den Vordergrund stellen. Also Japan und Deutschland sind in vieler Hinsicht, vor allem aus japanischer Sicht, sehr gemeinsam. Also wir haben ziemlich vergleichbare Geschichte, also in den letzten 150 Jahren. Und daraufhin haben wir auch ziemlich vergleichbare zwei Gesellschaften. Also die Größe des Landes sind auch vergleichbar, aber noch mehr sind die, ja, also ein ganz falsches, ganz gefährliches Wort wäre Mentalität. Aber die Mentalität der deutschen und der japanischen Gesellschaft ist auch relativ vergleichbar. Und vor allem teilen wir viele gemeinsame Werte und auch Probleme, die wir wahrscheinlich gemeinsam also bekämpfen oder besprechen sollten. Und das sind vor allem unsere zentrale Aufgabenfelder, die wir also zusammen mit den deutschen Institutionen und auch Bevölkerung, also mit den Bürgern, mit dem Publikum gemeinsam immer zusammen diskutieren wollen. Dass Sie ja gerade angesprochen haben, dass wir auch gemeinsame Probleme haben oder ähnliche Probleme. Was für eine Probleme sind das denn? Zum Beispiel, also vergleichbar sind Alterungsgesellschaft, also Alterungsphänomene oder auch Klimaprobleme, also Klimaschutz. Das sind immer die Fragen, die wir also Gemeinsamkeiten haben, also bei der Lösung oder bei der Diskussion. Und ganz interessant wären zum Beispiel die sozialen Systeme sind sehr ähnlich, weil Japan sehr viel von Deutschland gelernt haben. Also Japan, also das japanische Sozialsystem, Sozialversicherungssystem ist fast dasselbe wie in Deutschland. Also ganz anders zum Beispiel ist das System in den USA. Aber zwischen Deutschland und Japan kann man vieles gemeinsam diskutieren und es gibt sozusagen ein Ping-Pong-Spiel zwischen den beiden Ländern. Also wenn Japan aus Deutschland zum Beispiel Pflegeversicherungssystem eingeführt hat und ein bisschen verändert hat und verbessert hat, dann lernt Deutschland auch, also zum Teil von diesem verbesserten System Japans. Und es gibt immer so Fachgespräche zwischen den Fachleuten. Und insofern sind die beiden Gesellschaften also in unerwarteten Ecken und Kanten sehr vergleichbar. Und das sind interessante Dinge, die wir auch in den Vordergrund unserer Arbeit stellen wollen. Dazu jetzt eine Frage. Man bekommt immer so ein bisschen den Eindruck, dass Japan eigentlich eher mit den USA zusammenarbeitet. Also wir vor allem bei unserer Arbeit, wir haben halt sehr viel davon mitbekommen. Und dass Deutschland halt immer so ein bisschen hinten ansteht und ja, Deutschland für Japan jetzt aus wirtschaftlicher und politischer Sicht eigentlich eher so uninteressant ist. Wie sieht das denn eigentlich aus? Wie wichtig ist denn eigentlich Deutschland für Japan und halt auch andersrum, Japan für Deutschland? Wenn man die Geschichte zurückblickt, dann waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Japan manchmal sehr eng, also in den 30er Jahren fatal eng. Ja. Und es gab natürlich die Phase, also wo die beiden Länder sehr befreundet waren und ziemlich verfeindet waren. Zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob es bekannt ist, aber sozusagen in der Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg waren die beiden Länder sehr verfeindet.
Und dann, also in den 20er, 30er Jahren gab es immer wieder die Annäherungsversuche. Also vielleicht darf ich in diesem Kontext auch mal von unserem Vorgängerinstitut sprechen. Also in Ende 20er Jahre hat es einmal Japan-Institut in Berlin gegeben, und zwar im Berliner Schloss. Aber das war kurzlebig. Also nicht einmal 20 Jahre dauerte dieses Institut. Und wir sind sehr glücklich, dass unser Institut in Köln dann 50 Jahre überlebt hat und jetzt immer noch am Leben ist. Aber abgesehen davon, also Japan und Deutschland haben auch dann in den 70er, 80er Jahren auch sehr enge Verhältnisse gehabt. Und dort hatten wir, also wie gesagt, unterschiedliche moderne Fragen gemeinsam erörtert, und auf politischen und wirtschaftlichen Ebenen gab es immer enge Kooperationen. Also Sie haben recht, also die Beziehungen zwischen USA und Japan sind viel intensiver geworden. Also Japan hatte guten Anschluss an die deutsche Tradition, vor allem im Bereich der Philosophie und Medizin. Aber diese Tradition ist leider sehr still geworden. Also das sieht man auch an dem Phänomen, dass die Zahl der Deutschlernenden in Japan sehr zurückgegangen ist, im Gegensatz zum Japanischlernenden in Deutschland. Und insofern wünsche ich mir, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Japan aus japanischer Sicht noch etwas ausgebauter wird. Aber abgesehen davon kann man wirklich feststellen, dass die intellektuelle gemeinsame Tradition zwischen Deutschland und Japan nach wie vor und an verschiedenen Punkten festzustellen sind. Okay. Entschuldigung, ich muss das gerade ein bisschen sacken lassen, da musste ich jetzt auch ein bisschen nachdenken. Ja, ich hätte tatsächlich gedacht, dass das ein bisschen mehr ist und ich es einfach noch nicht mitbekommen habe, dann bestätigt sich ja leider mein Eindruck ein bisschen. Für die Zukunft, Sie sagen ja, Sie wünschen sich, dass die Zusammenarbeit der beiden Länder sich wieder intensiviert, jetzt also fernab von Kunst, Kultur und so weiter. Da Japan ja bei uns grundsätzlich, also man hat so das Gefühl, gerade in den letzten Jahren ist Japan bei sehr vielen Menschen hier sehr beliebt geworden und vor allen Dingen auch als Reiseziel. Wo müsste denn Deutschland eigentlich ansetzen, um zu sagen, okay, wir intensivieren wieder? Also was wäre das so der Weg, den wir gehen müssten? Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist zum Beispiel das Thema Essen. Japanische Essen ist sehr viel stärker im deutschen Markt oder in deutschen gastronomischen Ebenen vertreten im Vergleich zu vor 30, 40 Jahren. Also zum Beispiel Sushi oder Ramen kann man nicht nur in Düsseldorf, in Deutschland, ziemlich überall essen. Und also das Essen ist auch ein Aspekt von einem Charakter der japanischen Gesellschaft, worauf wir vielleicht ein bisschen stolz sein könnten, und das ist unser Service, also unser Dienstleistungssektor. Und viele Japaner sprechen in diesem Kontext immer wieder von Omotenashi, also ein japanisches Wort, Zuvorkommenheit oder Gastfreundlichkeit. Und also das vermisst man, also wenn man als Japaner in Deutschland lebt, ein bisschen. Also die Gastfreundlichkeit merkt man sofort, also wenn man als Deutscher in Japan reist, zum Beispiel wenn man einkauft oder wenn man mit dem Zug fährt. Übrigens die Pünktlichkeit der Züge, das ist auch ein Teil von Service, also von Dienstleistung. Entschuldigung.
jetzt muss ich ja mal dazu sagen, ich habe ja insgesamt 3,5 Jahre in Japan gewohnt und ich habe 1,5 Jahre in Tachikawa gewohnt an der Chuo-Linie. Und seitdem weiß ich, die japanische Bahn kann auch nicht alles. Wer an der Chuo-Linie gewohnt hat, ja, das wissen, was ich meine. Ja, das kann ich tatsächlich nachvollziehen, aber die DB toppt trotzdem gar nichts. Ja, das stimmt natürlich. Oh, das war ja, okay, Entschuldigung. Also ich wohne, also ich habe gearbeitet nicht in der Westhälfte, sondern in der Osthälfte. Und in der Osthälfte von Tokio ist ein bisschen ruhiger. Und da habe ich mal erlebt, dass eine Durchsage an einem Bahnhof lautete, also wir bitten Sie um Entschuldigung, dass der Zug um 30 Sekunden zu früh abgefahren ist. Ist das nicht ein Witz? Also wenn das hier jemals bei der Deutschen Bahn passiert, ich glaube, dann habe ich alles erlebt. Die Bahn kommt ja hier in Deutschland grundsätzlich immer dann zu früh, wenn man selbst nur ganz knapp ist. Also das geht mir bei der KVB hier, um mal so auf Köln zurückzukommen, durchaus so. Wenn ich die 16, ich wohne an der 16, ist ja immer dann pünktlich, wenn ich eine Minute zu spät bin. Wenn ich pünktlich bin, ist sie eine Minute zu früh. Aber ich bin 5 Minuten vorher da kommt sie erst in 20 Minuten. Und die Bahn das davor ist wahrscheinlich ausgefallen. Ist bei der 12 und bei der 15 übrigens genauso. Kann ich mir vorstellen. Kann ich leider bestätigen. Das ist jedes Mal dasselbe. Ansonsten ist sie halt generell zu spät. Vor allem, wenn man es eilig hat, schafft sie es irgendwie immer auszufallen, ist mir aufgefallen. Ja, Murphy's Law spricht für sich. Gut, aber dass die deutsche Gesellschaft allgemein ein eher Servicewüste kennt, das ist ja leider bei uns ein allgemeines Problem, um das mal vorsichtig auszudrücken. Da hat uns Japan ja definitiv einiges voraus. Aber wir wollen jetzt nicht nur schlecht über die deutsche Gesellschaft reden und über die Deutsche Bahn. Was hat Deutschland Japan denn eigentlich voraus? Also wo in welchem Bereich kann man sagen, okay, da müsste Japan noch einiges tun, um dort halt aufzuschließen? Das kann ich als Japaner etwas besser sagen als Sven Jenich, der als Deutscher natürlich wissen. Zurückhaltender sein sollte. Aber ich habe Germanistik studiert und ich habe deshalb Germanistik studiert, weil ich also glaubte, dass wir immer noch sehr viel aus Deutschland zu lernen hätten. Zum Beispiel das Thema Vergangenheitsbewältigung, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Also ich persönlich meine, dass man, also als Japaner, also von Deutschland sehr viel lernen kann, immer noch, damit auch das gegenwärtige Ansehen auch etwas besser gestalten kann. Und das hat die Bundesrepublik natürlich also vorbildhaft gezeigt. Und Japan hinkt aus meiner Sicht etwas also hinterher. Also es gibt aber unterschiedliche Diskussionen und da muss man wirklich vorsichtig argumentieren. Aber ich meine, dass diese Vergangenheitsbewältigung oder im ganz allgemein die Diskussionskultur, die in Deutschland sehr Fuß gefasst hat, also diese ganz demokratische, offene Diskussionskultur, das möchte ich als Japaner immer in die japanische Gesellschaft noch mehr einführen. Also durch die Diskussion immer, durch die Gegensätze und durch die Diskussion immer so einen Kompromiss und auch Konsens erzielt. Das ist eine Art, die eine reife demokratische Gesellschaft sich leisten kann. Das finde ich wunderbar. Und okay, Servicebereiche, so frage ich mal lieber nicht nach. Da würde Deutschland wahrscheinlich generell nicht gut abschneiden. Befürchte ich. Aber darf ich da vielleicht noch mal eine Frage fragen? Herr Professor, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie in Deutschland ein bisschen diese Gastfreundschaft vermissen, Omotenashi. Außer der Pünktlichkeit der Züge, was sind denn so die größten Sachen, die Ihnen da fehlen aus Sicht eines Japaners?
eigentlich habe ich alle Unzufriedenheiten schon ausgepackt. Oh, das sind ja gar nicht so viele. Ja, genau. Das ist ja eine Deutsche Bahn. Ich meine, das ist ja Service-Wüste. Gott, wir haben echt noch einiges zu tun. Ja, also ich meine, ich bin ja jetzt jemand, der in beiden Ländern gelebt hat. Und ich sage immer, es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Und ich wünsche mir gerne auch etwas mehr japanischen Service in Deutschland, wie sich das sicherlich jeder von uns wünscht, oh ja, der mal in Japan war. Und eigentlich muss man nicht nur nach Japan fahren, muss alleine schon in die meisten Nachbarländer von Deutschland fahren, um besseren Service zu erleben als in Deutschland, aber das ist eine andere Sache. kommt immer aufs Land an, gut, aber so im großen Ganzen. aber man muss, ich weiß nicht, man muss immer auch sehen, auf welcher Basis das Ganze geschieht. Und ich erlaube mir gerade etwas Kritik, Herr Eiser, aber es tut mir leid. Ich sag mal so, die zum Beispiel, als ich in Japan gewohnt habe, habe ich es tierisch genossen, dass ich meistens, wenn ich eine Karte im Briefkasten hatte, dass ein Paket angekommen ist während meiner Abwesenheit, war oft eine Handynummer hinterlegt, dann habe ich den Zusteller angerufen und dann hat der das Paket halt nochmal vorbeigebracht, wenn er noch im Dienst war. Oder wenn er auch nicht mehr im Dienst war, das weiß man halt nicht so genau. Und ich habe in Shinbashi gearbeitet eine Zeit lang und wenn ich morgens vom Bahnhof zur Arbeit gegangen bin, habe ich den Zusteller von Sagawa gesehen, der die Pakete bei uns im Viertel ausgeliefert hat. Mittags hat er die Pakete bei uns ausgeliefert und wenn ich abends auf dem Weg zum Bahnhof war, lief er immer noch mit seinen Paketen durch die Stadt. Und das sind halt immer auch die Geschichten hinter diesem ganzen Service. Also auch in den Kombinis, 24 Stunden offen ist super. Aber da sind auch Leute hinter, die da arbeiten müssen zu diesen Zeiten. Und das muss man auch in Japan dazu sagen, auch nicht immer zu so tollen Löhnen. Die Japaner haben einen Mindestlohn. Schon länger als wir ihn haben, aber der japanische Mindestlohn ist nicht auf unserem Niveau, vor allem nicht auf dem Land, obwohl die Lebenshaltungskosten in Japan je nach Region durchaus sehr teuer sein können. Und Lebensmittel, wer mal am japanischen Supermarkt weiß, was es kostet. Und bei 700, 800 Yen Stundenlohn dafür im Kombini zu arbeiten, nachts, wobei nachts sind es dann 200 Yen mehr vielleicht, aber man muss halt immer beide Seiten sehen, will ich damit sagen. Also es ist sicherlich, wenn man diesen Service sieht, ist es wunderbar und man lebt selbst sehr bequem da drin, aber man muss natürlich auch immer sehen, auf wessen Rücken dieser Service ausgetragen wird, diese Bequemlichkeit. Und das ist nicht immer so einfach. Also generell, es hat halt alles leider seine Schattenseiten. Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen, wenn man auch mal ein bisschen seine Scheuklappen abnimmt dann und einfach wirklich mal hinter der Kultur guckt oder das, was man halt so erlebt, dann entdeckt man sehr, sehr viel Sachen, wo man halt natürlich in beiden Ländern sehr viel kritisieren kann. Natürlich. So, wir haben jetzt eine Stunde durch. Ich würde sagen, dann beenden wir das oder möchtet ihr noch ein Thema ansprechen? Na, gar nicht, was gar kein. Hier, bitte, also das... Was könnte ich denn noch? Ich Könnten Sie vielleicht noch kurz sagen, oder du, Sven, was ihr zu Olympia geplant habt? Das ist ja nun zum Glück oder nicht zum Glück verschoben worden. Gibt es da spezielle Veranstaltungen, die ihr plant? Also wir hatten im ursprünglich eine Filmreihe geplant zum Thema Tokio, die hoffentlich im Herbst stattfinden soll. Das ist alles noch nicht fest, aber das wäre eine Planung, die auch im Rahmen der Olympischen Spiele stattgefunden hätte. Genauso wie eine Ausstellung Anfang nächstes Jahr, wenn ich richtig liege, geplant ist, die auch sich mit dem Thema Tokio befassen soll, was dann aufgenommen wurde wegen der Olympischen Spiele. Veranstaltungen zu Olympia direkt haben wir dieses Jahr nicht geplant. Herr Eiser, aber möge mich berichtigen, wenn ich falsch liegen sollte.
Wir hatten aber im Voraus, zum Beispiel 2018 gab es bei uns, 2017 gab es bei uns einen Vortrag zum Thema Olympia, wo wir uns schon im Vorfeld damit beschäftigt haben. Okay, dann... Darf ich zum Schluss also ein bisschen Eis hinzufügen? Sehr gerne. Also, unser Kulturinstitut feiert letztes Jahr 50-jähriges Jubiläum und nächstes Jahr 2021 feiern die beiden Länder Japan und Deutschland das Jubiläumsjahr. Das ist Jubiläum 160 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Japan und Deutschland, also Deutschland damals Preußen. Und wir hatten also für dieses Jubiläumsjahr unterschiedliche Veranstaltungen vorbereitet. Wir wissen nicht, also welche Veranstaltungen noch realisiert werden können, aber wir sind immer noch dabei, uns darauf vorzubereiten. Wir wollen unterschiedliche, also themenbezogene Veranstaltungen planen. Eigentlich wollten wir mit dem Thema Mond anfangen, mit unserem Nachbarmuseum, Ostasiatisches Museum. Ob unser Plan, also wie geplant, realisiert werden kann, wissen wir noch nicht, also wegen dieser Situation. Aber wenn es planmäßig geht, dann wollen wir unterschiedliche Veranstaltungen zum Thema Mond, also zunächst mal realisieren als Einstieg in das Jubiläumsjahr. Denn also der Mond wurde in der japanischen Literaturtheorie, Literaturgeschichte zum Beispiel, sehr prägend. Und auch zum Beispiel in der Malerei gibt es also besondere Traditionen zum Mond und so weiter. Und diese Tradition geht auch bis in die Popkultur und Anime. Zum Beispiel Takahata Isao, der leider vor kurzem gestorben ist, hat als sein Vermächtnis einen wunderschönen Film über Kaguya-Hime, also über Mondprinzessin, mal gedreht. Und auf diese Weise wollten wir also zum Jubiläumsjahr unterschiedliche Veranstaltungen mal planen. Lassen Sie sich überraschen und kommen Sie bitte bei uns vorbei, also in diesem Jubiläumsjahr. So, liebe Leute, damit sind wir dann auch durch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir fanden das sehr, sehr spannend. Auch vielen Dank an unsere Gäste, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Auch wir können euch nur raten, wenn ihr die Zeit und die Möglichkeit habt, schaut beim Japanischen Kulturinstitut vorbei, also wenn es wieder möglich ist. Schaut auf jeden Fall bei Facebook vorbei, das kann ich wirklich sehr empfehlen, denn dort gibt es sehr viele Informationen, auch Tipps, was man sich gerade anschauen kann und so weiter. Auf der Webseite natürlich findet man alle Informationen über das, was wir jetzt hier speziell besprochen haben, die Programme und so weiter und so fort. Ja, und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Am Mittwoch kommt wieder eine reguläre Folge unseres Podcasts und ansonsten schaut bei Sumika vorbei. Wir haben täglich aktuelle News aus Japan. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.